Das erste YouTube-Baby kommt. Ach Mist. Ups, jetzt habe ich mir selber einen Po gerutscht. Ich bin aber auch geil. Jo Leute, hallo und herzlich willkommen zu YouTube Stars, das Magazin für deine Webstars. Heute mit dem Update zu der Schwangerschaft von Nela Lee und dem lang ersehnten Trailer, der endlich rausgekommen ist, zu dem kommenden YouTube-Film. Los geht's! Freunde, das nächste YouTuber-Event steht ins Haus und klopft auch schon dreimal die Tür wieder schnell, ne? Und zwar in Bremen am 10.10. dürft ihr nicht verpassen, die Ruf-Online-Stars mit Bibi, Julienko, Joker Tululu, den Lochis und, das ist das Coole, richtig vielen kleinen und Newcomer-YouTubern. Wir sind auch dabei, natürlich, und ich weiß, dass zum Beispiel du mit Zuri und Abgegrieft da sein werden. Wer von euch ist denn noch da? Schreibt's doch einfach in die Kommentare. Vielleicht können wir uns da treffen. Oder was soll der Geiz, ne? Schreibt mir einfach direkt privat eine Mail. Dann können wir ja mal vielleicht was ausmachen. Aktuelles vom Transfermarkt. Nachdem Anfang des Jahres ja schon Apecrime und Joyce gewechselt haben, jetzt Anfang September auch noch Revi und Rotpilz nachgezogen sind, haben jetzt auch Dena und Izzy von Mediakraft zu Tube One gewechselt und da ihren Vertrag unterschrieben. Aber nach Le Floyd und Unge, ach, die Liste ist so lang, brauche ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Wer jetzt alle schon massenfluchtartig Mediakraft verlassen hat und jetzt bei Tube One ist, da sind ja auch so böse Gerüchte im Umlauf, ne? Wirft halt Fragen auf, wieso? Aber ganz ehrlich, vielleicht gibt es bei Tube One auch einfach gratis Donuts in der Kantine. Schlechtes Essen bei Mediakraft, vielleicht einer der Hauptgründe, warum es bei iBlali die letzten Wochen und Monate eher schleppend voranging und er nicht so viele Videos veröffentlicht hat. Aber gute Nachrichten für die Fans, aus diesem Loch, wie er es selber genannt hat, ist er jetzt raus und wieder voll auf Kurs, ja geradezu hochmotiviert. Erst gestern Abend hat er nämlich angekündigt, dass ab heute, genau gesagt ab jetzt sofort, der iBlali Marathon startet. Und zwar werdet ihr bis Samstag jetzt jeden Tag mit einem Video von der Adventure Tour versorgt. Nach eigener Aussage wird das awesome und Victor ist ein Kandidat, da kann ich mir wirklich vorstellen, dass es wirklich so wird. Awesome. Ja, deswegen finde ich es schön, wenn man so Tests irgendwie zusammen macht. Ja, also was jetzt nicht heißt, dass wir gemeinsam auf dem Streifen gegangen haben. Bei diesem komischen Testergebnis hätte das aber durchaus sein können. Naja gut, also du hast dann so einen Test gekauft, ist in der Apotheke irgendwas Besonderes passiert. Überfall. Kann das sein, dass du... Ja, Angela Merkel durch die Tür. Oh Mann. Was es wird und wie es heißen soll, steht noch nicht fest. Aber ich bin sicher, wenn es soweit ist, dann sind wir die Ersten, die es erfahren. Und natürlich praktisch, wenn man so eine große und kreative Fanbase hat, die dann auch immer kräftig Namensvorschläge raushaut. Nela, wenn du das hörst, Mila finde ich sehr schön, ne? Mila, weißt du Bescheid. Wo wir jetzt gerade alle hier so gemütlich in Babystimmung sind. Es ist da, es ist endlich da. Es ist ein kleiner Trailer. Er ist 2 Minuten 17 lang und 14 Flachwitze schwer. Und die Eltern Roman und Heiko müssen wirklich stolz auf ihn sein. Entgegen der Erwartungen sieht er gar nicht mal so schlecht aus. Im Vorhinein wurde ja schon so spekuliert, worum es in dem Film Bruder vor Luder gehen könnte. Und jetzt, wo ich den Trailer gesehen habe, weiß ich, dass ich mit meiner Vermutung gar nicht mal so gut war. Darf ich mal raten, worum es da geht? Ja. Also es geht um zwei Kumpels und es geht um ein Mädchen und das sind beste Freunde. Und dann drängt sich ein Mädel dazwischen so richtig fies. Tja, Suri aus der Vergangenheit, knapp daneben ist auch für den Arsch. Und deshalb hier die Auflösung. Kennt man euch? Ja, schon so ein bisschen von YouTube und sowas. Wenn eure Eltern drauf stolz sind. Kommt alle in 2 Wochen, seid bei unserem allerersten Konzert dabei. Wer ist denn das? Heiko und Roman. 10 Millionen Klicks. 10 Millionen? Sehen aus wie Jungfrauen. Leichte Beute. In der Bahn. Ich sag nur, innere Beauty. Wie willst du das faken? Also ich meine so, dass du so voll hässlich bist und so. Auf meine Cis ist verlacht. Guck behindert. Was? Perfekt. Oh mein Gott! Brauchst du Hilfe? Verpiss dich, du bist hässlich. Oh Gott, oh Gott! Vielen, vielen Dank. Vielleicht kann man ja mal was
essen gehen oder so. Aber Rolli, das arme Ding kann uns ja nicht verstehen. Mein Bruder passt sich ja gerne auf sie auf. Heiko, bitte, in einer Woche ist das Konzert. Wir müssen uns jetzt voll und ganz darauf konzentrieren. Vergiss nicht die Kondome. Denkst du, dass du Jessie wie ein Luder? Ich will dich doch nur schützen. Ich wollte fragen, ob du was hast. Nur weil ich schwarz bin, heißt doch lange nicht, dass ich mal einen Tick gemacht. Ich bin deutscher als Hitler. Okay, sorry. Der Hitler ist Österreicher gewesen. Bonjour, was darf es zu trinken sein? Die rote, die ist krass, Mann. Wenn du mal so richtig abkacken willst, dann nimmst du die hier. Alles okay? Ja. Entschuldige mich bitte ganz. Das ist nur Viagra. Zur falschen Zeit. Auch ziemlich scheiße. Und wer in der Mitte ist, der gehört auch auf den Rücken. Ich wusste, dass ihm das Spaß macht. Wir gehören zusammen. Wie passt du da nicht? Da, Rolli kann gehen. Aufstehen. Jetzt geh schon, komm. Keine Angst, sie tut nur so. Steh auf, du Mongo. Irgendwie muss ich ihn loswerden. Warum liegt hier Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? So, Freunde, das war's für dieses Mal mit YouTube-Stars. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte eine Menge Spaß heute mal in der Greenbox. Wir sehen uns hoffentlich alle am Samstag in Bremen. Wie bereits gesagt, schreibt mir bitte bei Facebook hier in den Kommentaren, wie auch immer. Wir können es dann verabreden und connecten, ne? Bin gespannt. Ansonsten lasst doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch schön. Und wir sehen uns ansonsten, wenn nicht am Samstag, spätestens Montag wieder hier. Ich bin Sori und ich bin raus. Wie ein Schwan. We'll be right back.